Hallihallo, meine Lieben, da sind wir wieder pünktlich, Montag, 18 Uhr, ist mal wieder soweit, Übungsdienst online, ist wieder am Start, ja, Thema für heute, hochinteressant, wir gucken uns heute einfach mal unser Grundwissen an, was ist eigentlich noch so alles hängen geblieben? Ich finde, das ist ganz wichtig, dass man sich auch mal da mal unterhält, nicht nur über die speziellen Themen, sondern eben auch mal, was muss man als Feuerwehrmann, Feuerwehrfrau eigentlich erstmal als Grundwissen haben oder als Basiswissen. Oder wir nennen es mal anders, die FEDVs mal anders. Okay, steigen wir ein ins Thema. Die Feuerwehrdienstvorschriften. Was ist das und was heißt das? Ja, also steht ja schon hier, ne? Genau, richtig, das sind diese roten Heftchen. Hier seht ihr mal die erste, das wäre die FEDV 1, unsere Grundtätigkeiten. Ich habe mal hier eine Feuerwehrdienstvorschrift. So sieht die aus, als ja, gedruckte Version. Ne? Also viel weiß und viel schwarz gedruckt. Finde ich persönlich ein bisschen langweilig. Um das Ganze mal ein bisschen aufzumuntern, habe ich euch das mal versucht in Bilder zu setzen. Und das versuchen wir ganz einfach mal, ob man damit jetzt klarkommt. Also, was ist es? Wer weiß es? Eine Anleitung. Anleitung ist gut. Für was? Für den Feuerwehrdienst. Ist eine gute Sache. Okay. Feuerwehrdienstvorschriften regeln erstmal die Tätigkeit der Feuerwehr in Deutschland. Das ist ganz wichtig. Deswegen gibt es eine Dienstvorschrift. Ja? Das heißt eben, dass ein Feuerwehrmann das Gleiche macht, ob er jetzt aus Thüringen kommt oder aus Niedersachsen, aus Schleswig-Holstein, aus Bayern, aus Baden-Württemberg, völlig egal. Da ist es geregelt. Die machen immer alle das Gleiche. Sie dienen als Anleitung und Richtlinien für einen einheitlichen Standard. Und das ist damit gemeint. Und sie ermöglichen einen geordneten Einsatz der taktischen Einheiten der Feuerwehr. Das ist dort alles drin geregelt. Und deswegen brauchen wir die auch. Okay. FEDV 1, die Grundtätigkeit. Hier die nächsten, die es noch gibt. Ich hoffe, man kann das jetzt lesen. Es gibt dann hier noch die FEDV 10, das wären die tragbaren Leitern. Die FEDV 2 ist quasi die Ausbildung der Freiwilligen Feuerwehr. Die FEDV 3, die haben wir selber schon ausführlich durchgenommen in dem Online-Dienst, sind die Einheiten im Lösch- und Hilfeleistungseinsatz. Die 7, der Atemschutz. Nummer 8 wäre die Taucher, die 100 ist die Führung und die Leitung im Einsatz. Auch das eine ganz wichtige Dienstvorschrift, weil hier muss Ordnung sein. Die 500, die Einheiten im ABC-Einsatz. ABC, was ist das? Genau, das ist der Gefahrstoffeinsatz, richtig. Und hier hinten die FEDV 800, Informations- und Kommunikationstechnik. Da zählt das Funken mit rein. Das sind unsere berühmten roten Heftchen. So sehen sie aus. Okay. Legen wir mal los. Tamara schreit, Sirene jault. Dürfen wir denn so, wie unser Kandidat hier jetzt in Einsatz gehen? Nein. Warum nicht? Genau. Weil der keine Schutzausrüstung einhält. Ganz genau. Also, nein, warum nicht? Weil wir benötigen eine PSA. Ausgesprochen persönliche Schutzausrüstung. So, persönliche Schutzausrüstung. Ich habe hier was an, Jacke und Hose. Ja, ist nicht ganz komplett, aber ich habe schon einen Teil der Schutzausrüstung an. Wie die jetzt aussieht, schauen wir uns jetzt an. Da ist er, unser Kandidat. Und dann legen wir mal los. Was braucht er denn alles? Richtig, erstmal einen Feuerwehrhelm. Weil Kopfschutz, ganz wichtig. Ne? Die Birne ist zum Denken da, also muss die auch geschützt werden. Okay,
Na, da geht's. Feuerwehr Einsatzjacke. So, ich habe hier auch eine Einsatzjacke ein. Das ist aber schon eine spezielle Form einer Einsatzjacke. Die normale ist eine dünne. Die gucken wir uns gleich an, was das für eine ist. Feuerwehrhandschuhe, Hände müssen geschützt werden. Ja, ganz klar. Gibt es auch zwei Versionen. Einmal für den Brandeinsatz und einmal für den technischen Hilfeleistungseinsatz. Wir brauchen eine Feuerwehreinsatzhose, weil klar, in Unterhose können wir nicht dastehen, geht ja nicht. Ich habe hier auch eine an, auch das ist eine spezielle Hose. Und wir brauchen die Sicherheitsschuhe. Ne? Die habt ihr selber, auch in der Jugendfeuerwehr. Die brauchen wir natürlich auch in dem aktiven Dienst. Das, was ihr hier auf dem Bild seht, ist die Mindestausrüstung. So kann ich in einen Einsatz gehen. Wenn ich jetzt in dem Einsatz was Spezielles machen will, wie zum Beispiel in das brennende Haus reingehen, brauche ich noch ein bisschen mehr. Das heißt, ich muss meine persönliche Schutzausrüstung erweitern. Das wäre in dem Fall mit einem Atemschutzgerät, einer Atemschutzmaske, dem Funkgerät, dem Feuerwehrsicherheitsgurt, einer Knickkopflampe, ja, die hat er hier drin, seht ihr hier, ja. Und jetzt kommt's, jetzt wird aus der Einsatzjacke wird eine Feuerwehrüberjacke, das ist die, nämlich die Hupf, mit der darf ich in den Brand rein. Und das gleiche auch mit der Hose, die Feuerwehrüberhose. Das ist meine erweiterte PSA. Verstanden? Okay. Machen wir weiter. Einsatzkleidung haben wir jetzt an. Wie geht es denn jetzt weiter? Richtig, genau. Sagen wir die Trupps. Ich weiß, dass das eine Gruppe ist, ist klar. Ja? Aber so weit sind wir noch nicht. Wir wollen erstmal gucken, was haben wir hier? Die Trupps. Was gibt es denn für Trupps? Wir haben einen Angriffstrupp. Gekennzeichnet mit A. Truppführer, Truppmann. Der Truppführer hat als Symbolik ein schwarzes, ausgefülltes Dreieck, was auf der Spitze steht. Das kennzeichnet den Truppführer und dementsprechend der Truppmann ohne. Okay? Das gleiche haben wir für den Wassertrupp. Und auch für den Schlachttrupp. Auf die Frage habe ich gewartet. Warum ist denn das Rot und das Blau und das Gelb? Jemand eine Idee? Ja, so ganz einfach. Guck doch mal. Rot. Irgendwas mit Hitze zu tun. Ist heiß. Ne? Feuer. Wasser. Wird ja meistens immer blau dargestellt. Okay? Hm? Warum ist denn das Gelb? Ja, denkt mal dran, die meisten Feuerwehren haben gelbe Schläuche, neongelbe Schläuche. Und deswegen Schläuche, gelb und da auch gelb. Da ist eine kleine Eselsbrücke, kann man sich mal fahren. Deswegen, so ist es dargestellt. Ja? Gut. Okay. So, jetzt haben wir die Trupps. Wie geht es denn jetzt weiter? Jetzt gibt es da noch Einheiten. Ist auch gar nicht so schwer. Was haben wir denn hier? Was ist denn das hier vorne? Laut? Genau. Das da vorne ist, also die Einheiten, der selbstständige Trupp. Und der selbstständige Trupp besteht aus einem Truppmann, einem Maschinisten und einem Truppführer. Die Frage habe ich gewartet. Warum hat der hier einen Punkt drauf? Jetzt mal eine Frage in die Runde. Mal sehen, wer es weiß. Dieser Truppführer hier, beim selbstständigen Trupp, was sollte der denn für eine Ausbildung haben? Ja, Truppführer ist klar. Aber was sollte der für eine? Richtig, genau. Gruppenführer. Ausbildung. Na? Deswegen hat er auch hier einen Punkt drüber. Und dann ist das ein selbstständiger Trupp. Der kann selbstständig arbeiten. Weil er hat eine Führungskraft. Gekennzeichnet ist der selbstständige Trupp mit 1, 2.
Also, drei Feuerwehrmitglieder, eine Führungskraft dafür. Okay. Da ist unsere Einheit, unsere Staffel. Die Staffel ist gekennzeichnet mit der Bezeichnung 1-5, also insgesamt 6 Personen, davon eine Führungskraft. Bei einer Staffel heißt die Führungskraft Staffelführer. Ja? Wir haben hier noch einen Maschinisten und ja, hier sind sie wieder, unser Angriffstrupp und der Wassertrupp. So sieht eine Staffel aus. Hier hinten, das nächsthöhere, genau, das ist die Gruppe. Die Gruppe ist gekennzeichnet mit der Bezeichnung 1-8. Heißt also, insgesamt 9 Personen und davon eine Führungskraft. In der Gruppe heißt die Führungskraft Gruppenführer. Gekennzeichnet, ihr seht es ja schon mal, den Unterschied. Hier sind die Punkte übereinander, beim Gruppenführer sind sie nebeneinander. Der Staffelführer hat die gleiche Ausbildung wie der. Das ist im Prinzip das Gleiche, nur heißt er hier anders. Ja? Okay. Die Gruppe wird ergänzt durch den Melder und dem Schlachttrupp. Diese drei Leute haben wir hier nicht. In der Gruppe sind sie mit da. So, dann geht's weiter. Jetzt kann ich aus diesen Einheiten kann ich einen Zug zusammenstellen und aus mehreren Zügen kann ich einen Verband zusammenstellen. So gliedert sich das auf. Okay? Gut. So, jetzt wollen wir uns mal angucken, wie wir eigentlich auf dem Fahrzeug sitzen. Nun könnte man ja jetzt sagen, ja okay, jetzt bin ich Feuerwehrmann, jetzt setze ich mich aufs Auto drauf und dann fahren wir mal los. Nee, so geht es eben nicht. Weil hier gibt es spezielle Vorschriften. Und zwar erstmal, ganz wichtig, die Sitzverteilung hängt erstmal von der Qualifikation des Feuerwehrmitgliedes ab. Das heißt, wenn ich kein Maschinist bin, dann kann ich mich auch nicht hier vorne hinsetzen und kann das Auto fahren. Ja? Geht nicht. Oder wenn ich kein Gruppenführer, Staffelführer oder irgendwas bin, dann darf ich mich auch hier vorne rechts nicht hinsetzen. Geht nicht. Ja? Deswegen ist es wichtig, erstmal auf die Qualifikation zu gucken. Was kann ich denn eigentlich alles? Was darf ich denn? Was habe ich für eine Ausbildung? Wenn ich entsprechende Ausbildung habe, günstig ist es natürlich, wenn man als Feuerwehrmann so viel Ausbildung hat, dass man alle Funktionen besetzen kann. Dann kann ich mir überlegen, wo ich mich hinsetze, was ich übernehme. Wenn ich schon gerade einer drauf sitzt auf dem Platz. Nur was muss ich jetzt bedenken? Richtig, genau, es steht ja auch hier. Ne? Dort, wo ich mich im Fahrzeug hinsetze, diese Funktion muss ich auch übernehmen. Mal ein Beispiel. Ich bin Gruppenführer. Ich entscheide mich heute, nein, ich mache heute keinen Gruppenführer, ich möchte heute Wassertruppführer sein. Dann setze ich mich auch entsprechend auf den Platz für den Wassertruppführer und lasse den da vorne frei. Denn es kann jetzt sein, dass jetzt noch einer kommt, der auch Gruppenführer ist, der möchte das gerne machen, jetzt in diesem Einsatz, und der setzt sich dann dort vorne hin. Das ist damit gemeint. Da haben wir Ordnung im Fahrzeug. Wichtig. Und, was auch ganz wichtig ist, die Truppführer, also alle die, die quasi erstmal die Ausbildung haben und dieses schwarze Dreieck in der Symbolik, die sitzen immer links. Und die Truppmänner sitzen immer rechts. Egal, ob ich eine Staffelkabine habe oder eine Gruppenkabine habe, ist egal.
Truppmänner rechts, Truppführer links. Warum? Laut? Genau. Hier geht es ums Antreten nachher. Sehen wir in der nächsten Folie. Da ist er. Ihr seht ja schon, warum das die Truppführer links sitzen und die Truppmänner rechts. Weil, wenn die jetzt hier vom Auto absitzen, wenn wir am Einsatzort angekommen sind und der Befehl kommt, absitzen und antreten, dann laufen die Truppführer links raus, hier hin, stehen schon richtig. Das gleiche machen die Truppmänner, die steigen hier rechts aus, laufen hier hin und stehen hier schon richtig. Perfekt, ne? Und das ist der ganze Hintergrund da drin. Wir stehen ca. 2 Meter vom Fahrzeug entfernt und losgehen tut's. Der Maschinist steht als erster, hinter dem Maschinist steht der Mäler, wenn wir den einhaben. Dann kommt Angriffstruppführer, Angriffstruppmann, Wassertruppführer, Wassertruppmann, Schlauchtruppführer, Schlauchtruppmann. Der Einheitsführer, in dem Fall der Gruppenführer, steht vor seiner Mannschaft. So. Das heißt, abgesessen, ich sagte schon, wird erst noch Befehl des Einheitsführers. Also es ist nicht so, dass wir an einem Einsatzort ankommen und jeder springt vom Fahrzeug runter. Das geht nicht. Da muss ein Befehl kommen. Wenn der Befehl absitzen kommt und antreten, dann geht's los. Hinter dem Fahrzeug ist klar, Truppführer stehen immer vorn. Und der Einheitsführer hier gibt dann seinen Befehl weiter. Ja? Okay. Verstanden? Gut. So, der Einsatzbefehl. Das habt ihr sicherlich auch schon mal alle gehört. Das ist ein Schema, was, ich greife jetzt mal ein bisschen vor, dem Einheitsführer, ja, in dem Fall hier dem Gruppenführer, im Kopf ist. Weil nach diesem Schema baut er jetzt seinen Einsatzbefehl auf. Denn ihr wisst, wenn der jetzt erkundet hat, Lage erkundet hat, dann gibt es einen Entschluss von dem Gruppenführer. Na? Also der malt sich jetzt im Kopf den Befehl aus, entschließt sich jetzt für diesen Befehl und gibt ihn dann weiter. So. Einheit, Auftrag, Mitte, Ziel und Weg. Ich habe euch das für das bessere Verständnis mal farblich dargestellt, damit das besser rüberkommt. So würde dann ein Befehl aussehen. Angriffstrupp wäre die Einheit. Zur Brandbekämpfung wäre der Auftrag. Mit erstem Rohr wäre das Einsatzmittel. Ins erste OG, also erste Obergeschoss, ist das Ziel, dort wo der Brand ist. Über Treppenaufgang vor. Der Weg über Treppenaufgang. Der Einsatzbefehl endet mit den Worten entweder zum Einsatz fertig. Das wäre dann ein Einsatz mit Bereitstellung. Was das ist, gucken wir uns gleich an. Oder er endet mit den Worten zum Einsatz vor. Das wäre ohne Bereitstellung, wie hier unten. Zum Einsatz vor sagt sicherlich auch das Wort schon richtig, ganz genau, da geht es gleich los. Na? Okay. Soweit verstanden erstmal. Gut. Hier mal die Aufgabenverteilung der Trupps. Ich habe euch hier mal zum besseren Verständnis mal beide Einsatzarten mal auf eine Folie gebracht. Das war nicht so ganz einfach. Wir haben hier einmal den Löscheinsatz und wir haben den Hilfeleistungseinsatz. Was überall gleich ist, egal bei welchem Einsatz, alle Trupps retten. Das ist überall gleich. Und jetzt kommen die Unterschiede. Im Löscheinsatz
Der Angriffstrupp setzt dem Verteiler. Das kriegt er als Befehl vom Gruppenführer. Er nimmt das erste Rohr vor, er trägt Atemschutz und legt seine Leitung selbst, wenn kein Schlachttrupp da ist. Wo haben wir keinen Schlachttrupp? Richtig, aufgepasst, sehr gut, bei der Staffel. Wenn wir also mit einer Staffelbesetzung ausrücken und es heißt zum Einsatz vor, dann muss der Angriffstrupp seine Schlafleitung selber verlegen. Dann ist das halt so, weil ein Schlachttrupp nicht da ist. Der Wassertrupp rettet ganz klar. Er baut die Wasserversorgung vom Fahrzeug zur Entnahmestelle auf. Und das ist ganz wichtig. Warum ist das wichtig? Richtig, genau. Ne? Weil sonst laufen wir zweimal. Wenn wir erst zur Entnahmestelle hinlaufen und laufen wieder zurück und dann wieder hin, um das Ding aufzudrehen, muss nicht sein. Vom Fahrzeug zur Entnahmestelle. Merken, wichtig. Der Wassertrupp wird dann Sicherungstrupp für den Angriffstrupp. Und er nimmt das zweite Rohr vor. Sicherungstrupp deshalb, weil, deswegen müssen die Jungs hier auch ein bisschen flinke Füße machen, damit die loslegen könnten, ja? Die gehen nicht in das Gebäude rein, wenn die nicht da sind. Ja? Bei denen könnte was passieren und dann müssen die gleich aktiv werden. Das ist ganz wichtig. Es gibt eine Ausnahme, davon abzuweichen. Das ist, wenn es um die Menschenrettung geht. Wenn wirklich Menschenleben in Gefahr ist. Dann ist es aber auch die Entscheidung des Gruppenführers, wenn er die Gefahr abschätzen kann, die ohne Sicherungstrupp reinzuschicken. Ja? Dass es aber immer, naja, also besser ist, wenn die da sind. Ja? Deswegen hier, die müssen flinke Füße machen. Na? Jetzt gucken wir uns mal den Schlachttrupp an. Wenn wir einen haben, ist es günstig. Auch der rettet. Und ich sagte es schon, wenn wir den haben, dann baut der Schlachttrupp die Wasserversorgung vom Verteiler zum Streurohr auf. Dann übernimmt nämlich der Schlachttrupp diesen Part. Für den Angriffstrupp. Dann brauchen die nämlich weiter nichts zu machen, dann können die sich auf andere Sachen konzentrieren, weil das macht der Schlachttrupp. Er wird dann zweiter Angriffstrupp. Aber jetzt kommt's. Nur im Außeneinsatz. Und er bringt zum Beispiel tragbare Leitern in Stellung. Ja? Wenn wir jetzt zum Beispiel irgendwo noch eine Anleiterbereitschaft machen müssen, das ist Aufgabe des Schlachttrupps. Der Schlachttrupp wird auch immer lustigerweise als Servicetrupp bezeichnet, ja? Weil er eben verschiedene Aufgaben zu erledigen hat und eben Sachen bereitstellt und hilft quasi den anderen Trupps. Deswegen, Schlachttrupp, das sind ganz wichtige Leute, ja? Das dürfen wir immer nicht vergessen. Also wer hier richtig gut ist, die kriegen ein richtig gutes Like. Na? Weil auf die kommt es nämlich an. Weil ohne die können auch die anderen nicht so richtig arbeiten. Na, das wird speziell wichtig, wenn es hier, da kommen wir jetzt hin, in den Hilfeleistungseinsatz geht. Der Angriffstrupp im Hilfeleistungseinsatz, sagen wir mal Verkehrsunfall, rettet. Ganz klar. Leistet technische Hilfe, ist Rettungstrupp und ganz wichtig, der muss natürlich erstmal auch dieses Unfallfahrzeug sichern. Wenn die noch nicht so weit sind hier. Ja, das muss erstmal gesichert werden, weil Eigenschutz geht ja auch erstmal vor. Der Wassertrupp im Hilfeleistungseinsatz, auch der rettet. Was er jetzt aber erstmal als erstes macht, ist die Einsatzstelle absichern vor dem fließenden Verkehr. Das ist ganz wichtig, dass uns nämlich hier in die Einsatzstelle kein anderer mehr reinfährt und die noch gefährdet oder die gefährdet. Oder die gefährdet. Ja? Oder den Maschinisten gefährdet. Der Schlachttrupp im Hilfeleistungseinsatz, auch der rettet. Und jetzt kommt es mit Servicetrupp. Warum das die so wichtig sind? Weil
Der Schlachttrupp ist nämlich der Gerätetrupp. Die bringen nämlich Geräte in Stellung. Also heißt zum Beispiel Licht, ja? Also Lichtbrücker. Dein Scherer, Spreizer, die legen diese ganzen Matten aus, wo das ganze Zeugs draufkommt. Ja? Deswegen, die Leute sind wichtig. Die bringen die Geräte, die die brauchen, erstmal in Stellung. Ja? Sie unterstützen den Rettungstrupp, ne? Ergo, Rettungstrupp hier oben. Und sie arbeiten mit den Maschinisten zusammen. Warum ist das so wichtig? Ganz genau, weil der Maschinist die Geräte vom Fahrzeug gibt. Ja? Deswegen müssen die mit den Maschinisten auch zusammenarbeiten. So sieht die Aufgabenverteilung der Trupps aus. Und jetzt könnt ihr euch überlegen, wenn ihr dann entsprechende Ausbildungen habt, was man im Einzelfall im Einsatz an Aufgaben übernimmt. Da steht's, ja? Dann kann man sich das überlegen, was man machen möchte. Na? Alle drei Trupps sind wichtig, sind lebensnotwendig, ja? Ganz klar. Nur diese Jungs hier, sie werden immer fälschlicherweise auch vernachlässigt, stimmt aber nicht, weil das sind auch ganz wichtige Leute. Weil es eben unser, spaßig gesagt, unser Servicetrupp ist. Okay. Verstanden? Sehr gut. Dann schauen wir uns mal an, was Bereitstellung und ohne Bereitstellung ist. Wie sieht denn das Ganze aus? Wir haben hier ein Feuerwehrfahrzeug, also unser Einsatzfahrzeug. Wir haben hier eine Wasserentnahmestelle als Hydrant. Das Ding ist auch schon angeschlossen und hier liegt der Verteiler. Mit Bereitstellung. Wir stellen uns bereit am Verteiler. Stellen uns bereit. Bereitstellung. So sieht's aus. Daher kommt das Wort. Hier, gleiche Situation. Einsatzfahrzeug, Entnahmestelle, Verteiler ist angeschlossen, aber der Angriffstrupp agiert, der Wassertrupp ist Sicherungstrupp. Okay? Sehr gut. Deswegen hier ohne Bereitstellung. Diese zwei Sachen gibt es. Eindeutig? Gut. Verteiler. Da ist er. Wer macht's von euch? Ja, richtig, genau. Also, es geht los. Und das ist meine Zuleitung zu dem Ding, weil da muss ja erstmal Wasser drauf. B-Leitung von der Feuerlöschkreiselpumpe. Da geht's rein. Dann, wo ist das erste Rohr? Wenn ich mir das hier so angucke. Richtig, erste Rohr links. Zweite Rohr. Rechts, genau. Und was haben wir hier? Dritte Rohr, ja, logisch, ne? Und wie heißt das noch? Richtig, genau. Sonderrohr. Ja? Also, richtig gesagt, so ist der Verteiler aufgebaut. Ne? Erste Rohr, zweite Rohr, dritte Rohr. Hier würde dann auch das Rohr für den Schaumeinsatz drankommen. Okay. Ich denke, das ist verständlich. Das habt ihr auch schon mal alle gesehen. Na, es gehört zum Basiswissen dazu. Wir haben hier ein Hydrantenschild. Was ist es für ein Hydrantenschild? Richtig, ein Unterflurhydrantenschild. Genau. Wie lese ich Ihnen das jetzt? Wer macht's von euch? Fangen wir mal hier mit dem H an. Was bedeutet das? Ja, richtig, genau. Ja, H, Hydrant. Die 100? Oh, große Schweigen. Alles klar? Dann klären wir es auf. Die 100 bedeutet, dass dieser Unterflurhydrant steht auf einer Versorgungsleitung mit einem Durchmesser von 100 mm, also 10 cm. Na? Klären wir uns mal vor, das ist ungefähr so eine Leitung. Na? Kann man mich sehen hier? Da kann man durchgucken. So eine Leitung ist das. Aus dieser Leitung können wir eine Wassermenge von 1000 Litern pro Minute ziehen.
Das bedeutet die 100. So. Jetzt haben wir hier unten zwei schwarze Striche. Was könnte denn das sein? Ja, sieht aus wie ein T, richtig? Was ist das? Richtig, genau. Das ist nämlich der Standort, wo der Schild dran ist. Licht meist irgendein, ja, meist der in der Erde eingelassen ist. Na? Genau der Standort des Schildes. So, und jetzt kommt's. Stehen ja noch Bezeichnungen dran. Ziffer 12,7, 6,4. Was bedeutet das? Richtig, genau. Also, wir stehen quasi vor dem Hydrantenschild. Ich stelle mich jetzt mal so rum. Ich stehe jetzt so vor dem Hydrantenschild und lese das. Das würde jetzt bedeuten, ich müsste jetzt 12,7 Meter von diesem Standort nach rechts gehen und 6,4 Meter von dem Schild nach hinten rückwärts. Dann würde ich an dem Schnittpunkt den Hydranten finden. Ja? Es macht immer Sinn, gerade bei solchen großen Angaben, erstmal die 6,4 nach vorne zu gehen und dann die 12 Meter nach rechts. Und dort finde ich meinen Unterflurhydrantendeckel, den ich dann aufmachen kann, wo dann mein Standrohr reinkommt. Verstanden? Okay, prima. So, jetzt haben wir uns unterhalten über die Pumpe, haben wir erwähnt, wir haben die Trupps erwähnt, wir haben den Einsatzbefehl erwähnt, was jeder macht. Jetzt gucken wir uns mal an, jetzt muss ja irgendwo mal das Wasser herkommen. Und das Wasser kommt natürlich erstmal durch unsere Schläuche. Und ganz wichtig ist, das muss man wissen als Feuerwehrmann oder Frau, was haben wir denn für Schläuche? Ja? Wir haben zunächst erstmal Druckschläuche und Saugschläuche. Ja? Weil wir können ja auch aus einem offenen Gewässer Wasser fördern. Schlauch A gibt es als Druckschlauch und gibt es auch als Saugschlauch. Wir haben auf dem Fahrzeug A als Saugschlauch. Der A-Saugschlauch hat einen Durchmesser von 110 mm. Ja? Also das ist, ja, das ist so ein Ding. Und der ist 1,60 Meter lang. Das ist das, was wir auf dem Auto haben. Den gibt es auch noch in 2,50 Meter Länge. Na? Diesen A gibt es auch als Druckschlauch. Entsprechende Meterangabe steht da. Wir haben den auf dem Fahrzeug. Dann gehen wir mal weiter. Unser B-Schlauch. Na? Der B-Schlauch hat einen Durchmesser von 75 mm. Ist ein bisschen kleiner. Den B-Schlauch, den gibt es auch als Druckschlauch und als Saugschlauch. Ja? Das vernachlässigen wir jetzt mal hier. Wir konzentrieren uns auf diese Angaben. Als Druckschlauch gibt es ihn als 5 Meter, das 20 Meter, deswegen steht es in der Mitte. Und 35, wo haben wir das? Richtig, 35 Meter B-Länge haben wir auf der Drehleiter. Ja? 20 Meter gerollt B-Schlauch sind auch bei uns auf dem Fahrzeug. So, dann haben wir hier noch unsere C-Schläuche. Die gibt es in zwei Ausführungen. Ja? Allerdings hier nur als Druckschläuche. Ja? 15 Meter, 20 Meter, 30 Meter. Ja, oder der C52, 15 Meter, 20 Meter. Diese C-Schläuche gibt es. Ja? Okay. Dann gibt es noch die D-Schläuche. Wo haben wir den zum Beispiel dran, den D-Schlauch? Genau, an der Kühlerspritze. Den haben wir einmal in 5 Meter und
15 Metern gibt es den, Durchmesser 25 mm. Und hier unten noch den F-Schlauch. Ja, das ist ein ziemlich großer. Zur Vollständigkeit halber gehört damit dazu. Aber den haben wir nicht auf dem Auto. Na? Unsere Schläuche, die gibt's. Ja, wir merken uns A, Sauglänge, na, B, hier, diesen 5 Meter ist für die Tankbefüllung und dann entsprechend die C-Schläuche, die wir auf dem Auto haben mit den entsprechenden Längen. Das zum Schläuchen. Ja? Schlauchmanagement haben wir auch schon mal extra gemacht. Gut. Druck- und Saugschlauch, wo liegt denn da jetzt der Unterschied? Ich habe euch hier mal dargestellt, die Sauglängen und die Druckschläuche. Ein Saugschlauch sind formstabil. Das heißt, ein Saugschlauch kann ich nicht zusammenrollen. Geht nicht. Saugschläuche sind formstabile Schläuche, damit sie beim Saugvorgang sich nicht zusammenziehen. Das ist nämlich ganz wichtig, weil wenn die nämlich saugen, wäre ja dumm, wenn die sich zusammenziehen würden. Ja? Saugschläuche behalten ihre röhrenförmige Form immer bei. Ne? Das wisst ihr, die Sauglängen, die wir auf dem Fahrzeug haben, die sind immer eine Röhre. Immer. Ne? So, Druckschläuche, C und B, hier unten sind sie. Die Druckschläuche sind Schläuche, die sich im drucklosen Zustand, also so wie sie hier sind, flach zusammenrollen lassen. Ne? Hier, seht das, doppelt gerollt. Und dann nochmal einfach gerollt. Ja? Sie dienen der Wasserförderung und der Wasserweiterleitung. Ein formstabiler Druckschlag, das gibt's. Das haben die LFs drauf, bezeichnet in S. Der wird als Schnellangriffsschlag genutzt. Das sind die auf dieser sind, auf dieser Rolle sind. Das sind diese schwarzen Druckschläuche für den Schnellangriff. Ja, das habe ich nicht schon mal gesehen. Ja, genau. Ja. Druckschläuche. So. Das reicht aber nicht. Weil nur Schläuche nützt uns nichts. Die müssen ja auch irgendwo dran. Und deswegen gibt es bei der Feuerwehr wasserführende Armaturen. Und da gibt es auch Unterschiede. Wir haben nämlich einmal Armaturen zur Wasserförderung, zur Wasserfortleitung und zur Wasserabgabe. Zur Wasserförderung, hier mal nur ein paar Beispiele, haben wir das Standrohr, unsere Tauchpumpe, den Saugkorb, die Wasserstreupumpe. Das sind Armaturen zur Wasserförderung. Wasserfortleitung sind diese dann hier. Also Saugschläuche, Druckschläuche, Verteiler, Sammelstück, Druckbegrenzungsventil, Zumischer, Stützkrümmer, Übergangsstücke. Alles das, wo ich das Wasser damit weiterleiten kann. Und Wasserabgabe haben wir letztendlich das Hohlstreurohr, das Mehrzweckstreurohr, das Hydroschild. Wer nicht weiß, was ein Hydroschild ist, das müsst ihr euch vorstellen. Das ist quasi es sieht fast aus wie ein Streurohr. Und dann sind zwei eine Prallplatte dran, spritzt das Wasser quasi dagegen und dann verteilt sich das als großes Schild. Das ist ein Hydroschild. Ja, so eine große Wasserwand baut sich dann auf. Und hier noch den Wasserwerfer, was einige Fahrzeuge drauf haben. Oder was man sich mal auch als Ringmonitor mal selber bauen kann. Ja? Unsere Armatur, ganz wichtig. Okay, hier mal die Streurohre, die es gibt, mit ihren, ja, ich sage es jetzt mal, Köpfen oder Mundstücken vorne drauf. Da haben wir einmal das BM, also das B, Mehrzweckstreurohr mit Mundstück, 16 mm Öffnung, ohne Mundstück 22, bisschen größer. Dementsprechend die Wasserliefermengen. Man beachte bitte,
Diese Tabelle ist geschrieben bei einem Fastwert von 5 bar. Dort haben wir bei einem B-Schlag, bei einem B-Mehrzweckschreirohr 400 Liter mit und 800 ohne. Das hier unten, deswegen habe ich das hier nochmal hingeschrieben, das wäre zum Beispiel in Niedersachsen so, gemessen bei 4 bar. Da haben wir 300 Liter und 600 Liter. Ja, bitte merken. Das ist für uns wichtig hier. Ne? Dementsprechend auch das CM-Steuerrohr 9 und 12 und D 4 und 6. Dementsprechend auch die Wasserliefermengen oder die Durchflussmengen. Und ihr seht schon, es ist immer das Doppelte. Ja? Also wenn ich ein Mundstück drauf habe, quasi die Verengung, diese Verkleinerung, habe ich einen kleinen Wert, habe ich ein größeres oder kein Mundstück drauf, dann dementsprechend den doppelten Wert. Ja? Das heißt, wenn man sich mit Mundstück die hier vorne merkt, braucht man sich die nicht zu merken. Ja, das kann man sich dann, ja, das hat man im Kopf dann. Das Doppelte von 400 wären 800 oder von 300 sind 600. Ja? So braucht man sich im Prinzip nur das hier zu merken, aber hier, das muss man sich beides merken. Ne? 1622 beim B-Mehrzweckstreuerrohr, 9 und 12 beim C-Mehrzweckstreuerrohr und 4 und 6 beim D-Mehrzweckstreuerrohr. Okay, einfach mal auf sich wirken lassen, die Tabelle, die muss man sich immer mal wieder in den Kopf rufen, weil wenn man so oft nicht in den Einsatz fährt und damit nicht mehr so sehr viel zu tun hat, vergisst man das auch. Immer mal wieder drauf gucken, halt Mensch, da war ja was, ja. Man kann sich sowas auch mal auf einen kleinen Zettel schreiben, wo man mal ganz einfach mal gucken kann, okay, so war das und dann weiß man das wieder. Gut, unsere Streuerrohre. So, ich hatte es vorhin gesagt, der Schlagdruck bringt die Leitern in Stellung. Jetzt ist es ganz wichtig, über Leitern, das gehört dazu, weil es ist ein Rettungsweg. Und auch hier, und natürlich auch ein Angriffsweg. Ganz klar. Deswegen unsere Leitern. Hier sind sie mal die häufigsten mal dargestellt. Wir haben also hier eine Klappleiter. Das kennt ihr. Das ist unsere vierteilige Steckleiter. Und wir haben hier noch die dreiteilige Schiebleiter. Ja? Die haben wir persönlich nicht, aber wir haben diese hier. Unsere vierteilige Steckleiter. Und die habe ich euch hier nochmal rausgezogen. Hier sind sie nochmal alle vier Teile, ein A- und drei B-Teile. Ein Steckleiterteil ist 2,70 Meter lang. Und dementsprechend, ihr seht es hier, wenn ich zwei zusammenstecke, dann habe ich 4,60 Meter als Gesamtlänge, habe aber nur eine Rettungshöhe von 3,40 Meter. Stecke ich alle Vierer zusammen, habe ich 8,40 Meter Länge und eine Rettungshöhe von ca. 7 Meter. Warum ist das so? Ganz klar, weil ich muss ja dieses Ding hier reinstecken. Da kriege ich schon mal Längenverlust. Und ich muss die, kann die ja nicht so an die Wand stellen, weil die würde ja umfallen. Ich muss die in einem Winkel, und dieser Winkel steht hier, 65 bis 75 Grad, das wäre quasi diese Beugung vom Arm, ja, das wären bis runter zum Fußboden diese 65 bis 75 Grad. Und daraus ergibt sich entsprechend diese Rettungshöhe. Okay, verstanden? Leitern haben wir ja extra schon mal gemacht. Ja? Gehört dazu. Ja? Diese Rettungshöhen hier, die sind angegeben beim Anstellwinkel von ca. 70 Grad. Ja. Gut. Das gehört auch dazu. Gefahrstoff. Das hat man auch in den letzten Diensten hier mal schön erklärt und erläutert, auch ausführlich. Also, wenn wir sowas haben, dann kommen diese Jungs hier mit den schicken Anzügen. Was wir wissen müssen, was auch jeder Laie wissen kann oder wissen sollte, sind diese Piktogramme. Ja,
die sind überall auf Spraydosen, Haarsalzreiniger, die sind eigentlich auf Farben, die sind so gut wie fast überall drauf, müssen auch drauf sein. Das Ausrufezeichen, Vorsicht gefährlich. Dann die Flamme, hochentzündlich. Die Flamme mit dem O hier drin, brennfördernd. Das dürfte eindeutig sein, dass das explosiv ist. Unsere Gasflasche bedeutet, dass hier ist, was wir mit einem Gas unter Druck zu tun haben. Unser Fisch und der Baum, umweltgefährdend. Die Hand und das Reagenzglas, ätzend. Dann unser Oberkörper mit diesem, ja, diesem Strahlungszeichen hier drin, gesundheitsschädlich. Und letztendlich der Totenkopf, der sagt das Bild schon, hochgiftig. Ja? Okay, das sind die Piktogramme für die Gefahrstoffe. Und dann haben diese Gefahrstoffe noch, wenn sie nämlich speziell hier transportiert werden, müssen sie gekennzeichnet werden. Kennt ihr? Sind diese schönen orangenen Tafeln, habt ihr alle schon mal gesehen auf der Straße. Die obere Zoll ist die Gefahrnummer oder die Kemmler-Zoll. Die untere Ziffer ist die Gefahrstoffnummer oder die UN-Nummer. So sieht es aus, wenn es auf dem Fahrzeug eingebracht ist. Und jetzt kommt es, und das müssen wir wissen, wird ein Gefahrstoff transportiert, wird dieser zum Gefahrgut. Das ist der Unterschied. Hier ist es ein Gefahrstoff, transportiere ich ihn, wird es Gefahrgut. Okay, Gefahrstoff. Grundlegendes, was man wissen muss. Wenn so ein Ding verunfallt ist, dann müssen wir entsprechend eine Regel befolgen, die steht hier, gehen wir gleich drauf ein. Erstmal ist ganz wichtig, wir müssen absperren. Und zwar, hier ist nämlich eine Tonne, da ist was ausgelaufen, das heißt, wir haben einen Gefahrenbereich von 50 Metern. Punkt 1. Und wir haben einen Absperrbereich von 100 Metern. Ja? Diese beiden Angaben müssen wir uns merken, die sind wichtig. Und dann greift die GAMS-Regel. Und die GAMS-Regel, ausgeschrieben, heißt also G, Gefahr erkennen. Na, muss also erkennen, was ist das für eine Gefahr. Dann muss ich absperren, das wäre dann dieser Part. Eine Menschenrettung durchführen, wenn hier drin noch jemand liegt, den muss ich ja irgendwie rausholen. Und Spezialkräfte nachfordern. Ganz wichtig. GAMS-Regel im Gefahrstoffeinsatz. Eine der wichtigsten Regeln, die es überhaupt gibt, kann man sich ganz leicht merken. Gut, so, hier habe ich euch mal noch beim Verkehrsunfall was dargestellt, und zwar, wie wir so eine Einsatzstelle überhaupt absichern. Ich denke, das ist auch mal hochinteressant und auch mal gut zu wissen. Das ist nämlich auch sehr wichtig, da wird auch immer sehr viel Verkehr gemacht. Und zwar unterteilen wir erstmal eine Bundesstraße und eine Autobahn. Jetzt wird natürlich jedem klar sein, Autobahn muss ich das Ganze ein bisschen mehr übertreiben wie auf einer Bundesstraße, weil hier ist ja wesentlich auch mehr Verkehr und auch schnellerer Verkehr wie hier oben. Was aber wichtig ist, ist, dass ich immer im sicheren Bereich stehe. Das bedeutet, auf einer Bundesstraße, wenn ich hier meine Einsatzstelle habe und hier mit dem Fahrzeug dahinter stehe, na, dann muss ich also die ersten 100 Meter hier absperren und muss auch hier schon mal so eine Blitzleuchte hinstellen und ca. 200 Meter Warndreieck und wieder so eine Blitzleuchte. Und das gleiche mache ich auch auf der anderen Seite, da stelle ich auch eine Blitzleuchte hin, dass die Verkehrsteilnehmer auch wissen, oh halt, hier gefährlich, hier ist irgendwas. Okay. Ich sperre dann quasi hier diesen Bereich hier ab, dann habe ich hier genug Spielraum, um hier vernünftig arbeiten zu können. Bundesstraße. Auf der Autobahn sieht die ganze Geschichte anders aus.
Hier ist mal eine Einsatzstelle dargestellt. Hier sind drei Autos zusammengefahren. Das heißt, hier steht das erste Feuerwehrfahrzeug steht hier, das zweite steht hier. Ich habe jetzt quasi diese beiden Fahrspuren gesperrt. Hier kann man noch fahren, die sind gesperrt. Dementsprechend auch die Abstände. Also, das heißt, 200 Meter vom letzten Fahrzeug gehe ich dann hier so schräg runter, stelle hier meine Kegel und meine Blitzleuchten auf. Ja? Dann in 600 Meter Entfernung stelle ich bereits ein Wanddreieck mit hin und eine Blitzleuchte nochmal. Und 800 Meter weiter, also von hier 800 Meter noch hier vorne, stelle ich das erste Wanddreieck hin. Und das ist wichtig. Autobahn. Weil hier muss ich mit dem Absperrbereich sehr viel großzügiger sein als hier, wegen dem Verkehr. Verstanden? Okay. Das mal dazu. So. Und natürlich, es geht nichts über Knoten. Auch in der Feuerwehr haben wir es mit Knoten zu tun, weil wir müssen was sichern, wir müssen uns sichern. Und deswegen ist es wichtig, dass wir auch mal hier ein paar Knoten auch mal kennen, und die dürft ihr auch gern nachmachen. Das ist immer so eine schöne Freizeitbeschäftigung. Ich mache das auch immer mal sehr gerne, um ganz einfach nicht zu vergessen, wie es denn eigentlich geht. Weil manchmal ist es tatsächlich so, dass man im Einsatz gar nicht mehr weiß, wie war denn das jetzt eigentlich? Ja, deswegen, ich habe euch mal hier die wichtigsten mal rausgezogen. Ja, die man immer mal zu Hause am Treppengeländer, an einem Rohr, einem Baum mal nachmachen können. Mit ein Stückchen Leine, Bindfaden oder was auch immer. Ja? Da haben wir zum Beispiel hier den halben Schlag. Wie er geht, seht ihr hier. Ne? Also wir kommen quasi hier mit unserer Leine rein. Ne? Schlagen die Leine einmal hier drumherum und gehen quasi hier noch mit runter durch. Und haben dann hier diese Verschränkung als halben Schlag. Relativ einfach. Hier unten den Mastwurf. Auch der ist relativ einfach. Ja? Wir legen quasi unsere Leine hier über das Rohr drüber, einmal drumherum, einmal über die Leine hier drüber, wieder drumherum und gehen quasi wieder hier unter diesem Stück durch. Ziehen das Ganze fest und dann sieht das ganze Ding so aus. Hier kann man noch so eine Schleife legen hier, führen das wieder zurück. Der Mastwurf. Wie gesagt, könnt ihr gerne noch machen. Nächster. Unser Zimmermannsschlauch. Auch ein sehr schöner Knoten. Ja, lässt sich auch relativ einfach machen. Ja, also legen quasi die Leine wieder um das Rohr drumherum. Ja, gehen dann mit diesem Stück um die Leine drumherum und wickeln dann quasi um unsere Leine dann mindestens dreimal drum. Dann sieht das Ganze so aus und dann ziehen wir es fest. Ja? Okay. Zimmermannsschlag. Hier unten, der ist ein bisschen schwieriger, komplizierter. Unser Fallstich. Ihr kennt ja diese Geschichte dazu, ne? Mit dem Fuchs aus dem Bau. Ja? Also, gehen wir es mal kurz durch. Wir haben also quasi hier unsere Leine, die haben wir hier drumherum gelegt. Jetzt möchten wir einen Fallstich machen. Das heißt, hier ist der Fuchs, hier ist der Bau. Legen also quasi hier erstmal den Bau als dieses Auge. Hier kommt der Fuchs, der kommt hier raus, guckt, das sagen wir mal ist der Bau, geht hier drumherum, nichts los und geht wieder in seinen Bau zurück. Dann sieht das Ganze so aus und dann ziehen wir es fest. Könnt ihr gerne mal nachmachen. Geht wunderbar. Fallstich. Warum? Der, kommen wir gleich drauf, wofür man den brauchen. Hier auch nochmal so ein schöner Knoten. Das ist auch so ein Ding, was man mal verbunden hinterm Rücken mal fummeln kann. Der Kreuzknoten. Ja, also wir legen quasi erstmal eine Schlaufe
kommen mit dem anderen Ende, gehen hier rein, hier drumherum und hier wieder raus. Und dann zieh mal das Ganze fest und dann sieht das ganze Ding so aus. Unser Kreuzknoten. Schotenstich, fast so ähnlich, nur mit dem einzigen Unterschied, dass wir hier nicht nochmal reingehen, sondern dass wir quasi hier drunter durchgehen und noch hier wieder raus. Ja? Wir erinnern uns, bei dem Kreuzknoten liegen diese beiden Leinen so und beim Schotenstich geht die quasi hier raus. Kann man auch mal nachmachen. Aber ein sehr interessanter Knoten. Und dann kommt man noch zum Rettungsbund. Der Rettungsbund, und da seht ihr auch, warum der Vollstich so wichtig ist. Den habt ihr hier. Na? Rettungsbund, das ist quasi der Rettungsknoten. Einmal in der Vorderansicht und in der Rückansicht. Ja? Den könnt ihr mal Freund, Freundin, Mutter, Vater, wie auch immer, Bruder, Schwester mal üben. Ne? Also quasi hier einmal um den Hals legen, hinten rumführen und dann entsprechend diesen Fallstich dort draufsetzen. Rettungsknoten oder Rettungsbund. Wichtige Knoten. Ja? Das sind mal so ein paar Knoten, mal so ein paar Auszüge. Es gibt noch ein paar mehr. Aber das sind eigentlich so die, die man häufig braucht. Deswegen ja nochmal als Basiswissen nochmal drin. Okay, und das war's auch schon für heute. Ja, Einsatzende. Ich bedanke mich erstmal ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit. Macht mal ein paar Knoten nach. Übt sie ganz einfach mal. Ist eine ganz interessante Freizeitbeschäftigung. Gerade jetzt auch in Corona-Zeiten. Das Ganze natürlich richtig ausführlich erklärt in den entsprechenden Videos auf unserem, das kennt ihr, unserem YouTube-Kanal Übungsdienst Online. Besucht den Kanal, guckt euch die Videos an, die sind sehr lehrreich. Ja? Dort wird das alles, was wir heute mal so angerissen haben, nochmal explizit durchgegangen. Und ja, dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, bis zum nächsten Mal, sehen wir uns dann gleiche Stelle, gleiche Zeit wieder. Und ganz wichtig ist, bleibt bitte alle gesund. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.